Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Pokémon-Video. Wir sind hier bei Pokémon Home und wir haben gerade Silvaro vor unserem Bildschirm. Jetzt fragt ihr euch, wieso? Ich kann's euch sagen. Der nächste Raid, der angekündigt wurde, hat Silvaro offenbart. Und wir werden Silvaro auch in Pokémon Karmesin und Purpur bekommen. Das bedeutet, wir werden uns jetzt mal darüber erkundigen, was Silvaro zu was Besonderem macht. Beziehungsweise, was ist eigentlich bei Silvaro das Besondere und auf was können wir tatsächlich spielen, wenn wir Silvaro in Terra Raid begegnen. Wie ihr seht, ist Silvaro vom Typ Pflanze Geist und somit ein sehr uniques Pokémon. Und wird den Terra-Typ Flug besitzen, bezogen auf seinen Eulentyp, den er als Gestalt hat. Jedenfalls könnt ihr damit rechnen, dass Silvaro mit Pflanzenattacken kompatibel sein wird, sowohl als auch mit Geistattacken, so wie ich das hier sehe, auch mit Unlichtattacken, zumindest bestimmte Unlichtattacken. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass Silvaro zum Beispiel noch Ränkeschmied beherrschen könnte. Neben den Laubattacken noch ein paar Flugattacken. Also müsst ihr tatsächlich Pokémon mitnehmen, welche gegen Laub, gegen Unlicht, gegen Geist und natürlich auch gegen Flugattacken ziemlich gut in der Verteidigung sind. Dadurch, dass es ein Terra-Typ Flug ist, wird man tatsächlich mit Eis oder Elektro-Pokémon tatsächlich keine großen Probleme haben. Das Interessante dabei finde ich auch, dass man tatsächlich auch legendäre Pokémon wie Miraidon ziemlich gut dagegen verwenden kann, da Miraidon ja sowieso ein Elektro-Drachen-Pokémon ist und dementsprechend auch so eine gute Verteidigung gegen Pflanzen hat. Und alle anderen Attacken einfach nur neutral gegen das Silvaro sind. Beziehungsweise wenn Silvaro die Attacken einsetzt und das dann trifft. Das ist nämlich jedenfalls wichtig. Also gehen wir tatsächlich die Liste nochmal durch. Also zuerst einmal gehen wir unser Team hier durch. Wir haben hier als geeignete Pokémon, die man hier benutzen kann, zum Beispiel Wampitz. Wampitz ist ziemlich gut dadurch, dass es ein Elektro-Pokémon ist. Es ist ebenfalls kompatibel mit Unlicht- und Geistattacken und kann zur Not auch als Unterstützung Tagedieb einsetzen. Normalerweise wäre Wampitz ja so eine Art, wie man hier sieht, eine Art Special Attacker. Das bedeutet, wer Wampitz spielt, müsste auch dafür sorgen, dass zum Beispiel bei Silvaro in der Support-Ansicht zum Beispiel die Spezialverteidigung etwas gesenkt wird, damit Wampitz da sozusagen auch durchschlagen kann. Ob man mit Kung-Fu-Strahl was erreichen kann, weiß ich nicht, da wir noch nicht wissen, ob Silvaro sein Schild von Anfang an aufbauen wird. Ansonsten muss man das einfach mal sehen. Dann hätte ich hier noch in Startlöchern, noch nicht fertig trainiert, aber gerade erst gezüchtet, eventuell ein Pichu aufgrund seiner Schnelligkeit. Ich würde aber tatsächlich auf Pichu eher verzichten, weil Pikachu allgemein nicht unbedingt die besten Werte hat. Aber Raichu ist tatsächlich eines der Pokémon, die als Möglichkeit gegeben sind. Auf Krokolores bzw. Skellokrok kann man teils machen. Also hier würde ich tatsächlich eigentlich darauf verzichten, weil Skellokrok ebenfalls Geisttyp ist und wir wissen, Silvaro kann unter anderem Geistattacken lernen. Entweder genauso wie Skellokrok Spukball. Und als Flugtyp neutralisiert sich natürlich auch der Feuertyp. Also in dem Fall bliebe da nicht mehr viel übrig, um Skellokrok einzusetzen. Genauso verhält es sich auch mit Ramot.
Ramoth wäre sogar absolut im Nachteil, weil Silvaro selbst mit seinem Flugtyp und seinen Flugattacken das gefährlich werden kann. Und das Schlusslicht ist mein Hisuizurua. Hisuizurua könnte tatsächlich durchaus interessant sein, wenn ich mir das so sagen darf. Das ist nämlich tatsächlich auch eine Gelegenheit, beziehungsweise Hisuizurua kann eine sehr interessante Möglichkeit sein, gespielt zu werden. Das Ding ist ja, Zura, wisst ihr ja, ist ja vom Typ Geist, aber auch vom Typ Normal. Und wie ihr wisst, Geist und Normal neutralisieren sich gegenseitig. Das bedeutet, Normal-Pokémon können nicht mit Geist-Attacken angegriffen werden. Umgekehrt ist es genauso. In dem Fall hätte Zoroa tatsächlich eine ziemliche Resistenz gegenüber Silvarus Geist-Attacken. Wird es in dem Fall gehen? Kann gehen. Muss aber nicht. Ist es eine Möglichkeit? Ich denke schon, wenn man es richtig ausstattet. Ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Gut. Dann gehen wir jetzt mal in die Box. Was haben wir denn da noch zum Beispiel zu bieten? Wir haben ja zum Beispiel die ganzen neuen Pokémon, wie zum Beispiel Eisenblatt. Eine Pflanze Psycho könnte als Verteidigung hinhauen. Ich schau mal nach. Es hat Psycho-Schneide, Laubklinge, Vielender und Schwertanz. Psycho-Schneide ist... Kann ich das irgendwie nachgucken? Nein, kann man hier nicht. Aber hier kann man das nochmal gucken. Das sind alles physische Attacken. Wenn ihr Eisenblatt also physisch trainiert, dürfte es kein Problem sein. Gegenüber Pflanzentyp hat er eine Verteidigung. Aber, jetzt kommt das Aber, Psycho ist nicht gut gegen Geist. In dem Fall wäre hier sogar der Nachteil die Geisterattacke. Also wie schon gesagt, Raichu. Es ist ja von Typ Elektro. Wenn es noch einen passenden Terra-Typen dazu hat, dann könnte es sich von Elektro in ein besseres Pokémon verwandeln, wie zum Beispiel auch ein Pflanzentyp, wäre immun gegen Pflanze. Es könnte sich aber auch in ein Normaltyp entwickeln und dann wäre das... immun gegen seinen Geistattacken. Und eine Immunität gegen Flugattacken ist ja sowieso mit dem Elektrotyp ja auch schon gegeben. Das wollte ich mal betonen. So, gegebenenfalls könnte vielleicht auch noch Magneton hinhauen. Beziehungsweise die Entwicklungsreihe von Magneton allgemein, also Magnetilo, Magneton, Magnetzone. Weil Magneton, wenn man das sich so ansieht, es ist Elektrostahl. Elektro ist gut gegen Pflanze. Elektro hat keine Immunität gegen Pflanze, aber eine Resistenz gegen Luft. Flug. Genau. Gegen den Terra-Typen Flug. Hätte Magneton bzw. Magnetzone eine gewisse Resistenz. Und mit seinem Stalltyp wäre der dazu, glaube ich, noch immun gegen Geist. Und gegen Pflanze. Also ist in dem Fall Magneton gegen zwei Attacken der drei immun. Und Geist könnte eventuell neutralen Schaden machen, wenn man die Verteidigung bei Magnetzone gut trainiert. Dann muss das irgendwie funktionieren. Eisenhand ist Elektrokampf. Wenn man darüber nachdenkt, ist Eisenhand auch keine schlechte Wahl. Ich habe hier eine Eisenhand auf Level 90. Und wenn man sich so nachdenkt, ist es falsch. Nee, also es ist teils falsch. Der Grund ist, Eisenhand hätte keine volle Immunität gegenüber Flugattacken, beziehungsweise es hätte aber auch nicht die volle Anfälligkeit gegenüber Flugattacken.
denn Elektro und Kampf würde Flugattacken komplett neutralisieren, würde das Eisenhand-Pokémon allerdings Gigamax mit seinem Elektro-Terra-Typ, dann wäre das komplett immun gegenüber Flugattacken. Beziehungsweise es wäre so resistent, dass Flugattacken ihn nichts mehr ausmachen würden. In dem Fall ist Eisenhand auf lang oder kurz eventuell auch eine gute Wahl. Elektroboden. Was wissen wir über Elektroboden? Eigentlich hat Elektroboden totale Anfälligkeit gegen Pflanzenattacken. Gegen Geistattacken ist es neutral. Und gegen Luftattacken könnte es eventuell sogar resistent sein, da ja Boden normal effektiv, Elektro nicht sehr effektiv. In dem Fall würde das nicht sehr effektive zuschlagen. Also Sandfell wäre unter anderem auch eine gute Wahl, wenn man das auf die Verteidigung beziehen würde. Auch wenn ich hier gerade sehe, dass die Verteidigung besser ist als die Spezialverteidigung, also mit physischen Attacken kann man sich auf jeden Fall gut verteidigen. Mastodon wäre eine falsche Wahl. Der Grund ist, gegen Lufttypen ist er total anfällig, gegen Pflanzentypen auch. Also lass das Mastodon lieber zu Hause. Kolowal ist für mich ebenfalls ein möglicher Kandidat, bei einem Silvarowaid zu florisieren bzw. abzusahnen. Das wird nämlich wahrscheinlich Kolowals Stunde werden und ich werde euch erklären wieso. Dadurch, dass Silvaro Geist und Pflanze ist, hat er somit eine Anfälligkeit gegenüber Eisattacken. Als Pflanzentyp sowieso schon, aber als Terra-Flugtyp hat er noch umso mehr ein Eis-Pokémon als Schwäche. Weswegen Kolowal tatsächlich auch ein sehr guter Kandidat ist, abseits von den Elektro-Pokémon, die ich schon vorgestellt habe. Espinodon, das Drachen-Eis-Pokémon, ist ebenfalls ein möglicher Kandidat für Silvaro. Mit seinen Init ist er zwar nicht ganz so schnell wie andere Pokémon, aber mit einem Angriff von 326, einer Verteidigung von 204 und einer Spezialverteidigung von 187 ist Espinodon tatsächlich gegen physische Attacken etwas besser gewappnet als gegen spezielle. Und mit seinem Eistyp kann er Silvaro genauso gefährlich werden und mit seinem Drachentyp ist er tatsächlich dem Pflanzentyp etwas immun. In dem Fall ist Espinodon auch ein möglicher Kandidat für die Raids. Arctip bzw. seine Entwicklung Arctilas ist ebenfalls ein Kandidat. Man kann sich also tatsächlich auf eine hohe Palette von Eis-Pokémon verlassen, die man hier in diesen Terra-Raid gegen Silvaro einsetzen kann. Einer der Kandidaten ist auf jeden Fall auch Arctip, das Eis-Pokémon, welches hier in seiner Grundform zwar immer noch eine gute Verteidigung und eine etwas schlechtere Spezialverteidigung hat, aber trotzdem tatsächlich genauso wie Espinodon auf seine physische Verteidigung sich verlässt und auf seinen Angriff. Den kann man nämlich genauso einsetzen wie Espinodon, nur mit dem Vorteil, dass er nicht unbedingt Drachentyp haben muss. Wenn ihr einen Eisterra-Typen aus ihm macht, dann ist es komplett in Ordnung. Phreigeometrie ist ebenfalls ein Pokémon, welches hier sein Debüt feiern werden könnte als potenzielles Terra-Raid-Pokémon. Denn mit seiner Init von 124 ist er tatsächlich auf dem Level, wo ich ihn gefangen habe, schon ziemlich schnell unterwegs. Mit einer Spezialverteidigung von 136 ist Phreigeometrie tatsächlich auch mit seinem Spezialwert ziemlich weit über den von Espinodon und den anderen. Weswegen man sagen kann, sollte Silvaro auch speziell sich spielen, dann kann man mit Phreigeometrie
einen speziellen Counter errichten. Denn mit seinem Spezialangriff kann er tatsächlich ziemlich reinhauen. Und ich kann mir vorstellen, dass Varro in seiner speziellen Verteidigung, wie ich das jetzt allerdings nicht errechnen konnte durch Soren und die anderen, dass es möglich ist, Varro sogar mit speziellen Attacken manchmal schneller zu töten, als zum Beispiel mit physischen. Aber das muss man ausprobieren. Felino, oder besser gesagt, seine Entwicklung zu Lord ist tatsächlich auch ein möglicher Kandidat. Zumindest als Support-Pokémon. Denn wenn nämlich Felino bzw. Zulord Giftwoge einsetzt, dann kann er nämlich von Silvaro den Spezialverteidigungswert senken. Mit H2O Absorber hat er tatsächlich einen gewissen Vorteil, dass er Wasserattacken trotzen kann und mit anderen Attacken bzw. mit anderen Fähigkeiten wie zum Beispiel Giftdorn kann Felino bei physischem Kontakt das Pokémon vergiften und Silvaro hätte somit immer bei physischen Angriffen, wenn er die spielen sollte, wie zum Beispiel Laubklinge oder so, dann hätte tatsächlich Felino bzw. Zulord den Vorteil, dass er einfach mit seiner Fähigkeit immer wieder Vergiftung hervorruft und Schaden machen kann. Zusätzlich kann er tatsächlich mit seinen... kann er mit seinen Giftattacken ebenfalls dafür wirken, dass er vergiftet wird. Und mit seinem Gifttyp ist er natürlich auch immun gegen den Pflanzentyp. Geister und andere Attacken reagieren auf ihn neutral, aber sollte man Zulord tatsächlich in seiner Verteidigung ziemlich gut trainieren, hier bei Felino ist es natürlich ziemlich ausgeglichen, wie das sich mit der Verteidigung gestaltet, aber tatsächlich die Verteidigung, zumindest bei diesem Vieh, der höhere Wert, wenn man das auf ein neutralen Wesen betrachtet. Und so wie es aussieht, habe ich mich tatsächlich geirrt, denn Poolord ist ebenfalls neutrales Wesen und der wird tatsächlich auf Spezialverteidigung gespielt und auf physischen Angriff. Das bedeutet, ihr müsst ihnen physische Angriffe beibringen, wenn ihr richtig viel Schaden machen wollt. Ansonsten würde ich euch vorschlagen, spielt Zulord einfach als Supporter aus, bringt ihnen einige Statusattacken bei, womit ihr tatsächlich irgendwelche Dinge machen könnt, die Silvaro zum Beispiel schwächen. Wenn ihr das alles tut, dann wird euch tatsächlich nichts passieren und ihr werdet ziemlich viel Erfolg haben. Das ist jedenfalls das Video für heute. Wenn ihr gut vorbereitet seid, dann werdet ihr auf jeden Fall keine Probleme gegen Silvaro haben. Ansonsten würde ich sagen, abonniert doch meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich beim nächsten Mal auf jeden Fall 100% wieder. Also bis zum nächsten Mal, bis bald. Ciao. PS, natürlich habe ich Miraidon vergessen. Dieses Pokémon ist natürlich auch gegen diese Varro-Raids mit seinen Elektro- und Drachentypen geeignet. Aber naja, ich besitze es selber nicht, deswegen habe ich das tatsächlich in meiner Boxenauflistung auch ausgelassen. Aber Miraidon ist ebenfalls einer der Kandidaten. Ihr solltet es auf jeden Fall mitbringen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Jetzt aber wirklich tschüss.